Willkommen zu einem neuen Video von Uwe Gitar. Heute soll es um die Frage gehen, soll man als Gitarrist Tonleitern lernen, ja oder nein? Und warum sollte man Tonleitern lernen? Viele, die Gitarre spielen, spielen einfach nur irgendwelche Licks nach oder irgendwelche Songs nach oder andere Melodien oder was auch immer ihnen gerade Spaß macht und wundern sich, warum sie eigentlich nicht besser werden und warum sie eigentlich sonst nicht viel wissen über das Griffbrett und warum sie eigentlich keine Zusammenhänge verstehen. Und der Grund liegt einfach darin, dass sie eben nur das lernen, was ihnen gerade Spaß macht, was sie gerne lernen wollen oder vielleicht auch können wollen. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn jemand das nur möchte, dann kann er ja dabei bleiben. Aber ich persönlich finde, man sollte auf jeden Fall Tonleitern lernen, weil Tonleitern einfach schon mal eine sehr, sehr gute Übungsgrundlage für alles Mögliche darstellen. Das heißt also, ganz vieles, was ich auf der Gitarre können will an Fingerfertigkeit, kann ich schon über Tonleiterübungen lernen. Und der zweite Grund ist der, dass die ganze Harmonielehre eigentlich auf der Durtonleiter beruht. Das heißt also, wenn ich die Durtonleiter schon mal kann, dann kann ich auch vieles, was in der Musik passiert und was es an Zusammenhängen gibt, schon viel, viel besser verstehen, als wenn ich das nicht kann. Das wären für mich schon mal zwei ganz, ganz triftige Gründe. Ein dritter Grund ist der, dass eigentlich alle Riffs oder Melodien oder was man sich nur vorstellen kann, aus Tonleitern bestehen. Also zumindest Töne von Tonleitern enthalten. Ja, natürlich gibt es auch Sachen, die nicht unbedingt in einer Tonleiter zu finden sind oder die auch Töne enthalten, die nicht in der Tonleiter drin sind. Aber das sind dann eher Ausnahmen oder Teile, die jetzt vielleicht nicht so oft vorkommen. Und das sind dann oft auch nur einzelne Töne, die von der Tonleiter abweichen. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich fast alles, was es an Melodien oder Musik gibt, in irgendeiner Tonleiter beheimatet. Das heißt also, wenn ich die Tonleitern rauf und runter spielen kann und in allen möglichen Art und Weisen durchspielen kann, die ich mir vorstellen kann, dann kriege ich erstens eine ganz große Fingerfertigkeit, ich kriege zweitens sehr, sehr viel Griffbrettkenntnisse und ich habe drittens sehr viel von dem, was es an Melodien oder Solos oder Wendungen oder Reihenfolgen oder was auch immer schon gibt, habe ich schon mal so oder so ähnlich gespielt. Und das bestätigen mir auch viele meiner Schüler, die zu mir kommen und beispielsweise die Pentatonik lernen oder die Durtonleiter lernen oder so. Nach einigen Monaten, wenn die das dann ein bisschen besser können, dann merken die immer mehr, wie viel ihnen das eigentlich bringt. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, sich die Tonleitern jeder Art der Reihe nach drauf zu schaffen. Wie man das macht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber dass man das machen sollte, ist auf jeden Fall klar. Ich habe da auch Material dafür, das ihr euch mal anschauen könnt. Aber für heute soll das erstmal reichen.